Dose, jetzt hier rüber! Yes! Bam, Junge! Oh, wo kommt die denn her, hä? Oh, ich hab Mega auch Mega gesagt. Ja, was soll die Scheiße? Jo, was geht ab, Leute? Ich bin's, euer Marc. Herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Und ich werde euch heute etwas über Muay Thai Shorts erzählen und gebe euch dann auch noch am Ende bzw. im Laufe des Videos Tipps und Anhaltspunkte, worauf ihr beim Kauf achten könnt. Und ganz am Ende zeige ich euch dann noch meine Muay Thai Shorts. Oh yes. Also dranbleiben, let's go! Also, was ist eine Muay Thai Shorts? Wie in jeder anderen Sportart auch, gibt es beim Muay Thai eine traditionelle Uniform, nenne ich das einfach mal. Beim Brazilian Jiu-Jitsu sind es diese typischen Gi-Anzüge, beim Boxen diese Hosen sind auch etwas länger, die kennt ja jeder, jeder hat schon mal einen Klitschko-Kampf gesehen, nehme ich an. Und beim Muay Thai sind es halt die Muay Thai Shorts, die in der Regel dann immer ein bisschen kürzer geschnitten sind und ein bisschen weiter ausfallen. Warum braucht man eine Muay Thai Shorts? Also, um Muay Thai zu machen, braucht man jetzt nicht unbedingt oder gezwungenermaßen eine Muay Thai Shorts, aber ich persönlich finde, dass es einfach fürs Feeling besser ist, wenn man eine Muay Thai Shorts trägt. Man fühlt sich einfach viel besser. Man fühlt sich auf jeden Fall wie ein krasser Muay Thai Kämpfer, allein schon, wenn man eine Muay Thai Hose anhat. Und das Allerwichtigste ist im Prinzip, dass eine Muay Thai Hose einem ermöglicht, seine Gelenke in einem vollen Bewegungsumfang zu nutzen. Heißt, wir können jemanden gegen den Kopf treten, ohne dass die Hose einen dabei einschränkt. Was ist beim Kauf einer Muay Thai Shorts wichtig? Worauf sollte ich achten? Also, um diese Frage zu beantworten, haben wir dann im Prinzip drei Punkte. Ich gehe jetzt erstmal auf das Material ein. Wir haben einmal Satin und Nylon. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Nylon an. Nylon ist die günstige Alternative und alle Muay Thai Shorts sind ursprünglich aus Nylon gemacht worden. Und der Stoff ist halt extrem leicht und fühlt sich dementsprechend auch so an, als ob man nichts anhätte. Also eigentlich ganz geil. So ein Kontrapunkt beim Nylon ist einfach, dass die Hose nicht gut fällt vom Material her und dass es dann auch sein kann, dass die Hose transparent ist und dass man dann halt durch die Hose durchgucken kann. Vielleicht gut, vielleicht auch nicht. Also muss man dann auch immer gut darauf achten, was man drunter trägt. Dann haben wir im Gegenzug dann die etwas qualitativ hochwertige Variante und das wäre dann das Satin. Und Satin fühlt sich natürlich mega gut an, fällt sehr gut und ist auch einfach langlebiger als Nylon. Und das ist halt im Prinzip auch das Material, worauf die meisten Hersteller dann zurückgreifen, wenn sie ihre Muay Thai Shorts machen. Dann kommen wir einmal zum Schnitt. Ich gehe jetzt einfach mal nur auf zwei Schnittweisen oder Schnittarten ein. Wir haben einmal den traditionellen Cut, den traditionellen Schnitt. Das sind diese ganz alten Muay Thai Hosen, die auch immer sehr bunt sind. Die kennt jeder. Und die sind in der Regel dann halt auch ein bisschen länger und ein bisschen weiter. Und was jetzt halt mega in ist, worauf die meisten Hersteller jetzt dann auch im Prinzip so das Hauptaugenmerk legen, wenn sie ihre Shorts herstellen, sind die Retro-Cut-Shorts. Und ich persönlich bin ein großer Fan davon. Die sind einfach ein bisschen kürzer als die traditionellen Hosen und auch ein bisschen enger. Heißt, die betonen dann im Prinzip die Figur noch mal ein bisschen mehr. Und das sieht einfach mega knackig aus und wenn man die Beine dazu hat, auch wenn man sie nicht hat und sowas einfach feiert, ist das dann halt im Prinzip der Schnitt to go. Zu allerletzt will ich auch nochmal sagen, dass wir da nicht zwischen männlich und weiblich unterscheiden. Die meisten Hosen sind unisex, heißt sowohl Männlein als auch Weiblein können dann die Hosen tragen. Allerdings gibt es einige Hersteller, die dann in letzter Zeit oder seit einiger Zeit auch speziell für Frauen Muay Thai Shorts herstellen, aber die unterscheiden sich dann einfach nur von der Optik her. Aber wenn man als Typ eine pinke Hose mit Herzen drauf tragen will, kann man es natürlich auch machen. Wie teuer ist eine Muay Thai Shorts? Wie viel kostet sie im Schnitt? Also die günstigen fangen 20 Euro an und es kann halt je nach Hersteller und Material bis 60 Euro hochgehen. Ja? Genau, was gibt es sonst noch zu sagen? Welche Marken kann ich empfehlen? Ich persönlich bin ein großer Venom-Fan. Die meisten, die meine Videos kennen, sehen ja auch immer, dass ich Venom trage. Seit neuestem auch die Marke Wicked, ziemlich cool. Wenn ihr sagt, hey, die beiden gefallen mir nicht so von dem, was sie machen, die zwei Marken, kann ich natürlich dann auch die anderen großen Marken empfehlen, wie Top King, Twins,
Fairtex, Yokao ist auch relativ neu auf dem Markt, aber machen mega coole Sachen. Booster ist eine Marke, die ich auch sehr empfehlen kann und ich definitiv in Zukunft auch mal ausprobieren werde. Ja, mein Fazit. Also das sind alles so Anhaltspunkte gewesen, worauf man bei so einem, bei der Wahl seiner Hose achten sollte. Aber letztendlich ist der wichtigste Punkt einfach, dass man sich einfach in seiner Hose wohlfühlt, dass man, wenn man die Hose sieht, man sich sagt, boah, das feiere ich mega ab, ich will die Hose tragen. Und dann sollte man halt diesen Punkt immer an erster Stelle stellen und wenn der erfüllt ist, dann kann man halt meine anderen Punkte, die ich genannt habe, dann einfach nochmal mit einbeziehen in der Wahl seiner Muay Thai Shorts. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ich hoffe, es war informativ und ja, macht das, worauf ihr Bock habt, kauft euch das, worauf ihr Bock habt. Wie gesagt, ihr sollt euch wohlfühlen und man soll ja auch gut aussehen, wenn man jemandem aufs Maul haut, ja? Aua! Aua! Ja, super Champ, mega geile Hose, meine Favorite und die einzige, die ich dann auch in bunt habe. Yes, meine neueste Errungenschaft von Venom, Gold. Mit dem Schlangenpatch an der Seite, mega geil. Yes, auch von Venom. Oh, ist ja nur alles von Venom hier, wann kommt denn endlich das Sponsoring? Ja, so Camouflage-Muster. Keine Ahnung, wo man sich da verstecken könnte mit der Farbe. Egal, auch eine coole Hose. Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? Bad Boy, ja, weil ich ein Bad Boy bin und nur insgeheim warme Milch mit Honig trinke. Wicked, ja, Sons of Anarchy, wer kennt die Serie nicht? Rocker, Patches, einfach der Shit ist das hier. Geil. Venom, Venom. Boah, die muss gewaschen werden. Die nicht? Die auch. Alles das gleiche Modell, verschiedene Farben. Kann man mal machen, ne? Warum denn auch nicht? Und zuletzt dann, ja, was heißt Lieblingshose? Eigentlich ist die Superchamp meine Lieblingshose, aber da kann ich mich echt nicht entscheiden. Wirf die mir nochmal zu, ich will die einmal mit geschlossenen Augen fangen. Das hat aber gut geklappt. Wir schneiden das so, dass man sieht, dass ich die gefangen habe, ja. Mega schöne Hose und ja, haut rein. We'll be right back.